Guten Abend. So, ich habe neue Geschichte für Sie. Aber erstmal können Sie bitte abonnieren mich, so ich kann weiterlesen. Danke. Und jetzt ich lese für Sie neue Geschichte. Die Heckenszwillinge. Auf dem Brocken brannte das Hexenfeuer. Hexen und Zauberer tobten und tanzten herum. Heia, Walpurgisnacht! Heia, heia, hu! Klang es durch die Nacht. Die kleine Hexe Alexa sah am Wald dran. Gelangweilt trennte sie an ihrem Haarzopf. Sie war die einige junge Hexe weit und breit. Walpurgisnächte fand sie stilklangweilig. Sie hatte keine Lust, mit den alten Hexen und Zaubern zu tanzen. Außerdem sollte sie nach Mitternacht wo zaubern. Dazu hatte sie erst recht keine Lust. Himmlisch verduckte sie sich in den Wald. Da war es nicht so laut und viel interessanter. Alexa hüpfte barfuß über den Bach. Sie schauchte ein paar Fledermäuse auf, die träge an einem Ast hingen. Sie zauberte vor Mäuse für Eulenkinder. Sie unterhielt sich mit einem kauzigen Waldkraus. Schließlich kam sie zum Waldspielplatz. Jeder weiß, dass Hexen nachts so gut sehen wie Katze. Deshalb entdeckte Alexa das schlafende Kind sofort, das in der Sandkiste lag. Hey du, rief Alexa halblaut. Hat man dich vergessen? Mich? Nee. Das Mädchen mit den wirren blonden Haaren rieb sich überrascht die Augen. Wer bist du? Alexa, sagte Alexa. Und ich bin Mara, murmelte das Mädchen. Wie kommst du hierher? Ich sollte vorsingen bei der Geburtstagsfeier von Papas Chef. Ich singe zwar gern, aber nicht vor fremden Leuten. Da bin ich weggelaufen. Genau wie ich, kirchte Alexa. Ich soll wo zaubern. Von Hexen und Zaubern. Heute ist Walpurgisnacht. Mara bleibt von Staunen der Mund offen stehen. Wo? Echte Hexen? Alexa nickte. Total echt. Echte geht's nicht. Stark, sagte Mara. Ich wollte schon immer mal eine echte Hexe sehen. Alexa lächelte. Schau mich an. Ich bin eine. Mara murmelte Alexa von oben bis unten. Lange blonde Zopf, Latzhose und T-Shirt, so sah doch keine Hexe aus. Glaub ich nicht, sagte Mara. So ich dir's beweisen? Fragte Alexa. Wenn du kannst, sagte Mara. Was soll ich hexen? Butterbrezeln. Alexa zeige auf eine kleine Tanne und murmelte. Hokus pokus, Zauberetzen, Wirrewarre, Heckensbuch. Tannenbaum mit Butterbrezel, Burle-Wurle, Zapfenbruch. Da knackte es. Die Tannenzapfen wurden in nu knuspige Brezeln. Sagte Mara. Du bist herzhaft hinein. Sie bemerkte jetzt erst, wie hungrig sie war. Ja, das ist alles für heute. Vielen Dank für Hören und
Bis später. Tschüss.